Und spenden die meisten schon dafür Job, I don't get it. Das passiert doch gar nicht. Wenn du die Games siehst hier in meinen Solo-Games, wie oft ich darüber rede, dass ich Rüksight spiele. Und wenn du LEC guckst, wie selten wir da Toplane sehen oder Prime League oder so. Also, da stimmt nicht, was du schreibst. Zumindest nicht in den höheren Divisions of Play. Es ist schon witzig, wie jeder von seiner Rolle behauptet, es sei die schwächste. Aber auch das stimmt doch gar nicht, oder? Wann ich mit Nobe geredet habe, hat er einfach gesagt, wie stark Midlane gerade ist. Noch in der Zeit, wo die Wette noch aktiv war und in der Top 30 waren einfach 22 Midlaner. Ich habe keinen Jungler seit Monaten sagen hören, dass ihre Rolle schwach ist. Und AD Carry ist schon so, aber zum Beispiel, wenn du gestern Broadcast geguckt hast, hat Sola darüber geredet, was für eine krasse Hyper-Carry-Meta das gerade ist. Mit Aphelios, Seri und Jinx. Und dass du da einfach einen krassen AD Carry für brauchst, weil AD Carry so stark ist. Waren Solas Worte, nicht meine. Ich glaube eigentlich, die Einzigen, die sich aktuell wirklich regelmäßig beschweren, sind Toplaner. Einfach unser Summoner-Spell, der halt unsere Rolle auszeichnet, wurde halt so tot genervt, dass Toplaner da recht, sauer drüber sind. Ja, machen wir nur eine Poppy gegen die Gegner. Sollte okay sein. Ich hatte den Pot gematcht, weil ich dachte, er rennt auf mich rauf mit Movement Speed Buff. Aber am Ende hat das dann gar nicht gemacht. Pot keiner gewastet habe, aber ich wollte für Movement Speed sicher gehen. Oh, das war nicht gut. Er hat das Ding mit Poppy. Es gibt sehr viele Champions, die einfach nicht wirklich, er kann einfach Auto-Attacken, basically. Mit Irea ist genau das gleiche. Mit so vielen anderen Champions ebenfalls. Du musst nicht wirklich gegen Poppy aggressiv was machen, wenn du einfach Auto-Attacken kannst. Hoffen wir, dass wir jetzt nicht geleitet werden, neu. Was? Die Minotatex tötet mich, actually. Ich bin untröstlich. Er hat gut geflasht. Ich wollte halt auf ihn hinter den Turm gehen, damit er stirbt, aber er hat so geflasht, dass ich mich selbst weggeäht habe vom Turm. Ich habe ihn zwar trotzdem gestunt, aber die Minions töten mich halt. Wäre legit besser für mich gewesen, wenn mich Jax autotext hätte als die Minions, weil ich hatte gerade Boneplating. Jax Damage wäre nicht relevant gewesen, aber Minion Damage vom Boneplating ignoriert. Und dann wird die Wave vor dem Turm halten können. Auch Recoin TPen, das ist Season 12. Einfach Recoin TPen und die Wave vor meinem Turm haben und fertig. Bisschen greedy. Aber wir sind Tabis recht relativ Pflicht gegen Jax. Ich muss Tabis in dieses Game eigentlich gar nicht so gut. Aber fein. Weil finde ich berühren, lieber resetten. Jax pusht auch recht schnell, je nachdem, was er jetzt gekauft hat. Aber scheint er eher recht tanky zu gehen als alles andere. Ja, jetzt haben wir mal das Kill-Gold wieder reinbekommen. Ja, jetzt sind ja 320 Gold wert, also quasi habe ich gerade einen Kill gemacht, wenn man so will. Und warten, bis wir die Wave bounce und fahren währenddessen Crux. Schöner Trade. Er hat so geht, dass ich ihn einfach eben konnte und stunnen konnte. Er ist gerade erst zurückgepeakt und er kriegt gerade komplett aufs Maul. An den Trade an der Wand gesehen, bei dem Turm. Ich würde ihn einfach dann an den Turm schleudern. Bam, Junge! Er ist sogar am Grappling Pot gestorben, ne? Also mit einem Solo-Kill revanchieren. Kriegen auch ebenfalls 5 Plates hier oben. Also auch nice ist, natürlich. Sehr, sehr cool. Sind ordentliche CS vorne, haben 5 Plates genommen. Haben 1 verloren. Und jetzt gegenseitig einmal umgeboxt, 1v1. Hätte leider eigentlich 2 Solo-Kills für mich sein, sonst hat ein getradeter Solo-Kill, aber jetzt haben wir Plates genommen. Leider hat sie hier nochmal alle Plates hier unten genommen. Ich glaube, ich verliere gegen sie, oder? Sie hat ultet und so. Oh, let's balance. That's so fucking balanced. That is so fucking balanced. That is so fuck. Warum pickt man so eine drecksnutzlosen Tanks? Ich bin 2 Level über ihr. 1,5 Items. Und es besteht keine Chance zu gewinnen. Nicht ansatzweise. Sie müsste legit gegen eine Wand laufen und AFK gehen, um das zu verlieren. Sie müsste sich an eine Wand stellen, gestunt werden lassen. Dann müsste sie schlecht über die Wand versuchen wegzugehen, damit ich sie canceln kann. Sie muss ja nicht mal ehen.
Sie musste legit nicht mal E benutzen, als ich auf ihr drauf war hier. Hätte einfach nur Q'en können und wegrennen können mit Ult-Movement-Speed. Ich hasse Tanks in dieser... eigentlich nur in dieser Meta auch schon das ganze letzte Jahr, weil unsere Items einfach alle nutzlos sind. Alle Tank-Items sind scheiße. Und tötet sie, gut. Nice, nice, sollte fein sein. Kann sogar wahrscheinlich noch sie töten und da gut Flash kriegen, ist auch nice. Not bad at all. Not bad whatsoever. Ein bisschen mehr Leben für meine Resistenzen wäre nice. Ich bin eigentlich, glaube ich, tanky genug. Wahrscheinlich sollte ich so oder so eine langfristige eine Bramme-Vest bauen für den Jax, weil sonst mit der Mainzandra er mich durchaus besiegen kann. Oh, hier war ein Zeppling. Haben Jax schon bekommen. Toll. Das nenne ich die C-Chain. Laufen so, dass er nicht jumpen kann, ne? Mit unserem W. Haben wir die C-Chain. My Knock-Up into Swain pulled, into Nautilus pulled, into Poppy ult, into Nautilus Alt Attack. You're not allowed to move, Jax. Not today. Das ist so insane, der steht immer noch da. Imperial Arcanist. Der war der Hextech Arcanist, aber das ist irgendwie nicht so cool wie Imperial. An den ganzen Turm noch bekommen, das ist keiner Scheiße, das ganze lokale Gold ist weg. Noch direkt in den fucking Nash Knock-Up rein, fantastisch. Und Nautilus hat jetzt seine Quest completed. Oh well, I guess. Ich muss hier rein tippen, sobald ich kann, aber ich kann nicht sofort. Der ist schon 2000 Gold, scheiße. Ja, also er kann sich dashen, ne? Jetzt kann er sich dashen. Aber schon zu spät. Aber Poppy's Utility in so einem Fight ist schon sehr sexy. Da ulten, alle Knock-Upen, Stun, die Ciri, Stun, den Nautilus, Stun, den Maokai. Schon sexy. Wir sollten ja rauskalten. Oh, wenn der reinflaschen will, um zu sterben, dann erlauben wir ihm das doch. So insane, wir sind einfach jetzt gestorben in den letzten paar Sekunden. Sein Sunfire Cape führte doch den Nautilus. And that's the game. Das ist doch noch ein gutes Game. Haben wir einfach keiner überall gewonnen, um ehrlich zu sein. Und dann auch das Game gewonnen. Das war relativ straightforward. Warum ist jetzt schon wieder, warum macht Twitch jetzt randomly Werbung geschaltet vor diesem Game hier? Oder während das Ende dieses Games? Why? Ach, I don't know. Irgendwas im 1. März verändert, was ich nicht verstehe. Nur warum das passiert, ey. Das ist so random mit dieser Drecks, mit dieser seltsamen Werbung, die einfach randomly geschaltet wird. Aber ist ja auch egal. Hoppen wir auf die Augenringe. Custom Identity. Meine Fledermaus-Batman-Ohren.